Ja, moin, hier ist Dr. Dummer wieder. So, heute haben wir das Thema Alufelgen. Verschönern, verschlimmern, hässlich machen, schöner machen. Liegt alles im Auge des Betrachters. Ich hatte mir Winterreifenfelgen ja bestellt mit Reifen zusammen. Und zwar nicht die von Tesla, sondern von einer Fremdmarke. Und leider gibt es ja nicht so ein großes Angebot. Ne? Das werden die neuen Model 3-Fahrer auch merken. Das Reifenangebot, Felgenangebot ist noch ziemlich klein. Und bei mir war das Problem, ich wollte ja schwarz oder Anthrazit eigentlich haben, die gab es aber leider nicht mehr zu bestellen. Es gab nur noch silberne. Und ich musste ja nun Winterreifen haben, war auch ein bisschen knapp dran. Und dann habe ich nun gedacht, okay, es gibt ja dieses Gummispray, das kann man locker benutzen und sehr einfach. Und wenn es nicht gefällt, kann man es wieder entfernen. Und das habe ich erstmal ausprobiert für die Winterreifen hier für den Tesla. Also seid gespannt. Kurze Produktvorstellung. Hier seht ihr den Karton. Da gibt es dann diese Karten zum Schutz des Gummis, des eigentlichen Reifens. Und da gibt es noch eine kurze Beschreibung hier an der Seite. Da sind, wie gesagt, vier Dosen drin, dann diese Karten und ein Putzlappen ist da noch mit drin. Und jede Dose hat 400 Milliliter von diesem Spray. Das ist jetzt die Marke Mibenco. Und da gibt es auch jede Menge andere Marken. Nun habe ich die Reifen hier aufgereiht auf so einem Malervlies, damit das schön geschützt wird und der Rasen nicht dreckig wird. Und jetzt müssen wir uns natürlich mit den Vorbereitungen beschäftigen. Das heißt, ihr müsst natürlich die Löcher hier abdecken, wo die Schrauben reinkommen, auch in der Mitte, wo die Narbe ist. Und das Ventil muss dann auch abgeklebt werden. Ne? Und dann muss natürlich alles vorher nochmal gründlich gereinigt werden. Das ist ganz wichtig. Ja, für die Schraubenlöcher habe ich entsprechende C-Vars mir klein gerissen und einfach reingesteckt, dann die Mittelabdeckung raufgepackt über die Narbe und das Ventil mit hier Tesakrepp im Endeffekt einfach abgeklebt. So sieht der Reifen dann fertig aus, bevor es losgeht zum Gummieren. Dort habe ich ja, weil das 17 Zoll ist, noch ein Stück Pappe vom Karton eingefügt. So ist der Reifen gut geschützt gegen das Spray. Hier seht ihr nochmal das Spray an sich. Das heißt, man sprüht immer kurz, es ist recht flüssig. Eine Schicht, dann ca. 8 Minuten trocknen lassen und dann die nächste Schicht. So läuft das Ganze ab. Und hier seht ihr das fertige Produkt und ich habe die ganzen Reifen schon fertig gemacht. Ne? Also es hat super funktioniert, wie immer. Der Glanz ist tatsächlich da, es ist ja schwarz glänzend. Ja, wenn wir uns das im Detail anschauen, also ich bin eigentlich gut zufrieden. Hat vernünftig geklappt, es ist halt ein bisschen flüssiger, man muss öfters wirklich Pause machen und die Trocknungszeiten einhalten. Ja, hier das Ergebnis nach einer gewissen Trocknungszeit. Es backt noch ordentlich, aber der Glanz kommt natürlich gut raus. Ne? Also das sieht schon richtig gut aus. Und ich habe auch keine großartigen Macken oder Schlieren. So, und jetzt müssen wir natürlich die Innenseite der Felge noch machen, weil die ist ja noch hell. Und das sieht man natürlich, weil das Felgenkreuz ist natürlich sehr durchsichtig, sage ich mal so. Das heißt, wir müssen von hinten noch ein bisschen sprühen, dass das dunkler wird.
So, nächster Tag. Ordentlich trocknen lassen. Es ist aber immer noch leicht backig. Aber es sieht gut aus. Also gleichmäßig gesprüht, gleichmäßig verteilt. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich überall die gleiche Menge Gummi raufbekommt. Und von innen, dort wo es notwendig ist, habe ich es entsprechend auch gesprüht. Da seht ihr ein paar Schlieren da zum Beispiel. Das ist aber nicht weiter schlimm, ne? Das sieht man nicht. Ja, und hier nochmal der Gesamtüberblick. Hier der Vergleich, das sind Silber, die Alufelgen bei der Ladesäule und nun am Auto in Schwarz. Also ich finde das schwarz glänzende doch deutlich besser. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, schreibt mal in die Kommentare. So, das Fazit. Ja, ich hatte das Ganze ja schon mal beim Mini Cooper. Da war das sehr gut, hat lange gehalten, auch also bei kleinen Aneckungen mit der Felge am Kannstein, man konnte locker nachsprühen. Aber von der Usability, wie man so schön sagt, war das damals besser, weil damals war das Spray nicht so flüssig. Jetzt ist das Spray sehr flüssig und man muss mehrere Gänge sprühen und wirklich lange warten, bis es angetrocknet ist, um dann weiter zu sprühen. Also ich hatte jetzt so, ich würde sagen, 6 bis 8 Gänge pro Reifen gemacht mit mindestens 5 Minuten Pause dazwischen. Und das Ergebnis ist gut, also ich bin zufrieden. Aber es ist nicht so gut wie damals. Also das ist ganz spannend. Die Folie, dieses Gummizeug gibt es ja schon recht lange. Ich glaube, es ist nicht unbedingt optimiert worden von der Qualität. Ich habe jetzt nämlich teilweise so Schatten drin. Die habe ich nicht weggekriegt. Ich habe versucht mit diesem Kreuzgangspray, wie das so Lackierer machen. Ich bin jetzt kein Profilackierer, um Gottes Willen. Aber ich habe es halt so gemacht, wie ich es am besten hinbekommen habe. Ja, das ist halt nicht so 1A, ist eine 2, würde ich sagen. 2 minus so von der Qualität, wie ich es jetzt hinbekommen habe. Es ist schwarz glänzend, das sieht man auch, kommt auch gut raus. Ich hatte jetzt ja diese Sprays für 17 Zoll Felgen, die Winterreifen sind ja nun 18 Zoll. Es hat gerade so gereicht mit den 4 Dosen, also pro Felge eine Dose. Sonst muss man noch mal eine extra kaufen, wenn man ein bisschen mehr raufhaut. Aber in den Dosen ist immer noch ein bisschen Rest drin. Also wenn ich jetzt noch mal eine Macke irgendwie habe, dann kann ich das auch locker ausbessern. Und dann verbindet sich das ja mit diesem Gummizeug. Und dann sieht man das gar nicht mehr. Das Einzige, was ich jetzt noch bemerke, weil ich lasse sie gerade noch in der Sonne trocknen, das Gummi ist sehr backig. Ich hoffe, das ändert sich noch, weil sonst backt da der ganze Dreck dran. Aber sonst gefällt es mir gut, hat gut geklappt, wie immer. Einfach draußen im Garten, zack, Wind und Dreck. Man muss natürlich gucken mit dem Wind ein bisschen, aber wenn da mal Staubkörnchen drin ist, das fällt gar nicht auf in dem Gummi. Und man kann das, wenn es nicht gefällt, einfach so wieder abziehen. Also es ist eine gute Geschichte, um mal so zu probieren. Es gibt auch in ganz verschiedenen Farben diese Lacke. Ich mache jetzt hier auch keine Werbung für das Produkt, wieder vom Namen her, weil es gibt so viele verschiedene. Schaut einfach mal im Internet und dann findet ihr schon das Passende. Also bis zum nächsten Mal.